Willkommen beim Special. In diesem Special möchte ich euch mein Deck vorstellen. Am besten zeige ich euch zunächst mal die Karten. Also, ich habe in meinem Deck zweimal Barsu der Seelenfresser drin. Effekt, du kannst einmal pro Spielzug bis zu drei Monsterkarten in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Diese Karte erhält bis zum Ende des nächsten der gegnerischen Spielzuges 300 ATK für jede entfernte Karte. Dann habe ich noch Kaius drin. Wenn diese Karte als Tributbeschwörung beschworen wird, entferne eine Karte aus dem Spielfeld aus dem Spiel. Falls es eine finsteres Monsterkarte war, füge deinem Gegner 1000 Punkte Schaden zu. Die nächste ist Chaoshexer. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nur als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem du ein Licht und ein finsteres Monster aus deinem Friedhof aus dem Spiel entfernst. Einmal pro Spielzug in deiner Main-Phase kannst du ein offenes auf dem Spielfeld liegendes Monster aus dem Spiel entfernen. Falls du diesen Effekt aktiviert hast, kann diese Karte in diesem Spielzug nicht angreifen. Dann habe ich einen Chaosreiter Gustav in meinem Deck. Einmal pro Spielzug kannst du bis zu zwei Zauberkarten in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Diese Karte erhält bis zum Ende des nächsten gegnerischen Spielzuges 300 ATK für jede entfernte Karte. Dann habe ich ein Didi-Sperrflugzeug drin. Falls diese Karte aus dem Spiel entfernt wird, beschwöre sie während der Endphase dieses Spielzuges als Spezialbeschwörung in offener Angriffsposition. Dann habe ich zweimal Didi-Überlebender drin. Wenn diese Karte aus dem Spiel entfernt wird, solange sie offen auf deiner Spielfeldseite liegt, kannst du sie während der Endphase als Spezialbeschwörung beschwören. Dann habe ich einen DDM-Meister aus der anderen Dimension in meinem Deck. Einmal pro Spielzug kannst du eine Zauberkarte abwerfen, um eine deiner aus dem Spiel entfernten Monster als Spezialbeschwörung zu beschwören. Die nächste ist Dimensionsalchemist. Einmal pro Spielzug kannst du die oberste Karte deines Decks aus dem Spiel entfernen. Diese Karte erhält bis zur Endphase 500 ATK. Wenn diese Karte zerstört und von deiner Spielfeldseite auf dem Friedhof gelegt wird, kannst du eines deiner aus dem Spiel entfernten Monster bestimmen und auf deine Hand zurückgeben. Die nächste Karte ist Gesicht des Todes. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, mische alle aus dem Spiel entfernten Karten in die Decks ihrer Besitzer. Diese Karte erhält 100 ATK für jede dieser Karten. Wenn diese Karte aus dem Spiel entfernt wird, entfernen beide Spieler die obersten 5 Karten ihrer Decks aus dem Spiel. Die nächste ist Goldener Homunculus. Diese Karte erhält 300 ATK und Death für jede deiner aus dem Spiel entfernten Karten. Dann habe ich Grand Marshal Daizer. Die ATK und Death dieser Karte entsprechen der Anzahl deiner aus dem Spiel entfernten Karten mal 400. Dann habe ich Großes Auge drin, Flip. Schau dir die 5 obersten Karten deines Decks an. Ordne sie in der gewünschten Reihenfolge und lege sie wieder oben auf dein Deck zurück. Dann habe ich Helios, die ursprüngliche Sonne drin. Die ATK und Death dieser Karte entsprechen der Anzahl der aus dem Spiel entfernten Monster mal 100. Und dann habe ich Helios Trio Megistus drin. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, indem du ein Helios Duo Megistus als Tribut anbietest. Die ATK und Death dieser Karte entsprechen der Anzahl aus dem Spiel entfernten Monster mal 300. Nachdem diese Karte angegriffen hat, kann sie nochmal einmal angreifen. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert, falls diese Karte durch Kampf zerstört und auf dem Friedhof gelegt wird, beschwöre sie während der Endphase als Spezialbeschwörung und sie erhält 500 ATK und Death. Dann habe ich Jäger im Hinterhalt drin. Du kannst eine Karte abwerfen, um eine Karte auf dem Spielfeld zu wählen und einen 6-stelligen Würfel zu werfen. Falls das Ergebnis nicht 1 oder 6 ist, zerstöre die gewählte Karte. Die nächste ist Verbanner des Strahlens. Karten, die auf dem Friedhof gelegt werden, werden stattdessen aus dem Spiel entfernt. Dann habe ich Verwandlungskrug drin, Flip. Beide Spieler werfen ihre Hände ab und ziehen 5 neue Karten. Und dann habe ich eine neue Karte drin, Wächter Eatos. Falls du keine Monster in deinem Friedhof hast, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst eine Ausrüstungszauberkarte, mit der diese Karte ausgerüstet ist, auf den Friedhof legen, um bis zu 3 Monster im Friedhof deines Gegners zu wählen und aus dem Spiel zu entfernen. Die Karte erhält bis zur Endphase 500 ATK für jedes durch diesen Effekt entfernte Monster. Kommen wir nun zu den Zauberkarten, die ich in meinem Deck habe. Einmal Blitzeinschlag, wirf eine Karte ab, zerstöre alle offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert. Chaosende, du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn 7 oder mehr deiner Karten aus dem Spiel entfernt wurden. Zerstöre alle Monsterkarten auf dem Spielfeld. Dann habe ich die Grenze drin.
Wenn sich keine Zauberkarte in deinem Friedhof befindet, kann kein Spieler seine Battlephase durchführen. Dann die DDR-Reinkarnation aus einer anderen Dimension. Wirf eine Karte ab. Wähle eine deiner aus dem Spiel entfernten Monster. Beschwöre es als Spezialbeschwörung in Angriffsposition und rüste es mit dieser Karte aus. Wenn diese Karte vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre das ausgerüstete Monster. Dann habe ich elegante Wohltäterin drin, ziehe drei Karten und wirf dann zwei Karten ab. Goldsarkophag. Wähle eine Karte von deinem Deck und entferne sie aus dem Spiel. Während deiner zweiten Standby-Phase nach der Aktivierung dieser Karte füge die entfernte Karte deiner Hand hinzu. Die nächste ist mystischer Raumtaifun. Zerstöre eine Zauber- oder Feinkarte auf dem Spielfeld. Dann habe ich schwarzes Loch drin. Zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld. Dann habe ich schwerer Sturm drin. Zerstöre alle Zauber- und Feinkarten auf dem Spielfeld. Die nächste ist Seelenerlöser. Wähle bis zu 5 Karten in Friedhöfen und entferne sie aus dem Spiel. Die nächste Zauberkarte ist Seelenübernahme. Immer wenn eine Karte aus dem Spiel entfernt wird, erhält der kontrollierende Spieler dieser Karte 500 Lebenspunkte. Topf der Gier, ziehe 2 Karten von deinem Deck. Verlockung der Finsternis, ziehe 2 Karten und entferne dann ein Finsternismonster in deiner Hand aus dem Spiel. Falls du kein Finsternismonster zum Entfernen in deiner Hand hast, lege alle Karten in deiner Hand auf dem Friedhof. Da habe ich wieder Verrettung drin. Du kannst diesen Effekt dieser Karte nur in deiner Standby-Phase aktivieren. Zahle 300 Lebenspunkte, um eine Zauber- oder Feinkarte aus deinem Friedhof unter deinem Deck zu legen. Dann habe ich eine mächtige Karte, Wirbelsturm Inferno. Du kannst diese Karte aktivieren, wenn du von einer Attacke 3000 oder mehr Punkte Kampfschaden erhältst. Entferne alle Monster aus dem Deck und dem Friedhof beider Spieler aus dem Spiel. Die nächste ist Didi Dynamit. Füge deinem Gegner 300 Schaden für jede seiner aus dem Spiel entfernten Karten zu. Dann habe ich dreimal Makrokosmos drin. Du kannst eine Helios, die ursprüngliche Sonne, von deiner Hand oder deinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Wenn du diese Karte aktivierst, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, wird jede Karte, die auf dem Friedhof gelegt wird, stattdessen aus dem Spiel entfernt. Dann habe ich Mauer des einhüllenden Lichts. Wenn du diese Karte aktivierst, zahle ein Vielfaches von 1000 an Lebenspunkten. Kein Monster deines Gegners mit einer ATK in Höhe der von dir gezahlten Lebenspunkte oder weniger kann angreifen. Die nächste ist metallisch reflektierender Schleim. Nach der Aktivierung beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition. Sie wird als Effektmonsterkarte Typ Aqua Wasser Stufe 10 ATK 0 Def 3000 behandelt. Diese Karte kann nicht angreifen. Diese Karte wird trotzdem als eine Feindkarte behandelt. Dann habe ich reißendes Tribut drin. Aktiviere diese Karte nur, wenn ein Monster beschworen wird. Zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld. Dann habe ich Rückkehr aus der anderen Dimension drin. Bezahle die Hälfte deiner Lebenspunkte. Beschwöre so viele deiner aus dem Spiel entfernten Monster wie möglich als Spezialbeschwörung. Während der Endphase entferne alle Monster die durch diesen Effekt als Spezialbeschwörung beschworen würden. Die nächste Schicksalsschlag. Wirf eine Karte ab, entferne ein offenes Monster aus dem Spiel, das dein Gegner kontrolliert. Entferne dann alle Karten auf dem Friedhof deines Gegners mit dem gleichen Namen wie dieses Monster aus dem Spiel. Dann habe ich Spiegelkraft drin. Aktiviere diese Karte nur, wenn ein gegnerisches Monster angreift. Zerstöre alle Monster in Angriffspositionen, die dein Gegner kontrolliert. Und die letzte ist Zwangsverkühlungsgerät. Gib ein Monster auf dem Spielfeld auf die Hand seines Besitzers zurück. Das ist mein Deck, besteht aus 46 Karten und ich werde mich jetzt damit ein bisschen duellieren hier in diesem Part, um euch zu zeigen, wie das Deck so ist. Gut, ich gehe hier da in freies Duell rein und ich würde sagen, wir beginnen mit, ich hätte Bock gegen einen Erdgebundenen anzutreten oder gegen einen Dark Signer, ging natürlich auch. Mal schauen, frag mich bitte nicht, wie man die ganzen Duellanten freischaltet. Ja, ich weiß es selber nicht genau. Ich würde sagen, wir kämpfen mal für den Anfang gegen Rex Goodwin. Nein. Oder vielleicht doch. Ach komm, warum nicht? Machen wir gleich gegen Rex Goodwin. Okay, wir fangen an. Und das Duell beginnt. So, mein echtes Deck.
Was ziehe ich denn? Wächter E hat aus, die kleine kann ich gleich zu Beginn an spielen, da mein Friedhof leer ist. Genau, ich spiele Wächter Eatos als Spezialbeschwörung, die kann ich spielen, weil mein Friedhof leer ist. Gut, und ich kann auch ein weiteres Monster spielen, da es eine Spezialbeschwörung war und ich spiele Basu. Alles klar, als nächstes setze ich diese Karte hier verdeckt und beende meinen Zug. Jetzt ist gut wieder an der Reihe. Ich glaube, Wirbelsturm Inferno hebe ich mir auf, wenn er seinen Erdgebundenen raushaut. Panzerbiene. Er kann die ASK eines Monsters von mir halbieren. Er macht es bestimmt bei meiner Wächterin. Ja, das habe ich erwartet. Okay, jetzt hat er sie zerstört. Also, wir treten gegen das stärkste Deck im Spiel an. Nur so als kleine Randnotiz. Und er setzt eine verdeckte Karte, die werde ich sofort zerstören. Und was war's? Ah ja, Ruf der Gejagten, okay. Damit hätte er ein Monster vom Friedhof beschwören können. Alles klar, ich setze jetzt, erstmal aktiviere ich den Effekt von Basu. Ich kann ein Monster von meinem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Dann erhöhen sich die Angriffspunkte meines Monsters um 300. Und ich entferne Wächterin Eatos. Als nächstes greife ich mit Basu die Panzerbiene an und füge in 300 Lebenspunkte Schaden zu. Gut, dann gehe ich auf Main Phase 2. Ich setze Zwangsevakuierungsgerät verdeckt und beende meinen Zug. Okay, er zerstört mein Monster mit der Aufschlagenkarte. Er zerstört das Hitmonster mit der höchsten Death auf dem Feld. Wenn er es haben, wenn er es so haben möchte, kann er es gerne machen. Und er spielt eine zweite Panzerbiene. Und er wird mich direkt angreifen. Den Angriff muss ich abwehren, deswegen benutze ich Zwangsverkühlungsgerät. Und gebe ihm sein Monster auf die Hand zurück. Okay, ich könnte jetzt Wächter Eatos zurückrufen. Oder ich könnte die Grenze spielen. Ah, könnte ich leider nicht, denn ich habe mystische Raumtyphon auf meinem Friedhof. Das heißt, die wirkt nicht, denn der Friedhof muss leer sein von Zauberkarten, damit die Karte Wirkung zeigt. Okay, dann mache ich es anders. Ich spiele die Grenze. Schmeiße Wirbelsturm Inferno ab. Und rufe Wächter Eatos aufs Feld zurück. Und ich greife ihn direkt an. Ach, warte, der Effekt. Genau. Ach, verdammt. Okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss zugeben, ich habe die Karte nicht so lange, deswegen kenne ich den Effekt nicht so genau. Okay, aber man muss eine Ausrüstungszauberkarte zerstören. Da kann man ein paar Karten von ihm zerstören. Okay, die auf den Friedhof legen. Gut, ja, ich muss zugeben, ich habe die Karte nicht so lange, deswegen kenne ich den Effekt nicht so gut. Und da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Gut, jetzt greift er mich direkt an. Gut, ich hoffe, ich ziehe ein Monster, ansonsten habe ich Schwierigkeiten. Ja, okay. Zunächst spiele ich schwarzes Loch und zerstöre alle Monster auf dem Feld. Und ich setze die Sperrflugzeug in die Verteidigungsposition. Und beende meinen Zug. Na, vielleicht hätte ich auch warten sollen, bis er ein zweites Monster gespielt hat. Und erst dann schweres schwarzes Loch benutzen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Naja. Schieferkrieger. Mit dieser Karte haben wir das Let's Play abgeschlossen.
läuft nicht gerade so, wie ich es mir vorstelle. Ich brauche meinen Makrokosmos. Hätte ich vorhin echt, wäre ich der Eatos-Effekt nicht benutzt, dann wäre ich jetzt im Vorteil. Aber wegen meiner eigenen Dummheit liege ich jetzt hinten. Na gut, Blitzeinschlag. Kling ich mal das Feld. Mann, es ist jetzt blöd, dass ich jetzt nur Zauber- und Fallenkarten ziehe. Ich brauche ein Monster. Ein starkes Monster. Du hast nichts zum Erhöhen, ich habe keine Karten auf der Hand. Okay, jetzt brauche ich ein Comeback. Verwandlungskrug wäre ganz nice. Seelenerlöser. Ich könnte damit hier die Spellflugzeug zurückrufen aufs Feld. Genau, was entferne ich denn? Die Spellflugzeug auf jeden Fall, damit es wieder zurückkommt, dann Wächter Eatos, dann Schwarzes Loch, dann Blitzeinschlag und die Grenze. Okay, jetzt hat mein aus dem Spiel entfernten Kartenzone 5 Karten. Eigentlich 4, denn jetzt kommt mein Didi-Sperrflugzeug wieder aufs Feld. Es hat dieselbe Angriffskraft wie das Monster des Gegners. Und er setzt eine verdeckte Karte. Er greift nicht an, glaube ich, oder? Ah, er spielt Phantom-Himmelsprenger. Das Monster ist stärker als meins. Jetzt aktiviert sich sein Effekt, er kriegt eine Himmelsspringer-Spielmarke. Ja, es läuft gerade nicht so rosig für mich. Aber hätte ich vorhin die Wächter Eatos nicht den Effekt nicht benutzt, dann wäre ich jetzt im Vorteil. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, naja. Gut, aber jetzt kenne ich dafür den Effekt meiner Karte. Beim nächsten Mal werde ich es mir, wird es mir wieder einfallen, wenn ich die Karte benutze. Okay, jetzt erleiden wir ein bisschen Direktangriff. Okay. Hoffe ich, dass ich Spiegelkraft ziehe oder was anderes. Oh, die Karte ist gut, die wird mich schützen. Damit kann ich noch überleben. Er setzt einen Spielfeldzauber, wird es seinen Erdgebundenen spielen. Aktiviert sie. Jetzt kann er seinen Erdgebundenen spielen, wenn er ihn auf der Hand hat. Und machst du's? Ich glaube ja. Er zahlt 2000 Lebenspunkte. Und jetzt kommt sein Erdgebundener, glaube ich, oder? Stimmt doch. Ah, finstere Simok. Böse. Böse, böse, böse. Und die schützt seinen Feldzauber mit der Feldbarriere. Alles klar. Gut, jetzt aktiviere ich meine Falle. Die wird mich schützen. Er kommt an meine Lebenspunkte nicht ran. Jetzt ist es eine Monster in die Defense. Gut, leider kriege ich Effektschaden durch seinen Phantom-Himmelspringer. Außer ich zerstöre ihn jetzt mit Dimensionsalchemist und ich glaube, das werde ich auch machen.
Vielleicht habe ich ja Glück und ich entferne Gesicht des Todes aus dem Spiel. Ah, die Karte hätte ich jetzt vielleicht gebraucht. Naja, gut. Dann zerstöre ich jetzt seinen Phantom-Himmelsspringer, damit ich keinen Effektschaden bekomme durch den Effekt des Monsters. Leider wird mein Dimensionsalchemist im nächsten Zug zerstört. Aber dafür kriege ich ja dann ein Monster, das entfernt wurde, auf die Hand zurück. Ich schaue mir jetzt mal an, welches Monster ich mir dann wählen könnte. Ja, Wächter Eatos ist das einzige Monster, was entfernt wurde. Leider ist mein Friedhof voll gefüllt mit Monsterkarten. Eigentlich sind es nur zwei. Die muss ich dann irgendwie entfernen, um Wächter Eatos spielen zu können. Aber bis dahin muss ich jetzt durchhalten. Jetzt wird er meinen Dimensionsalchemisten zerstören im Kampf. Wahrscheinlich würde er erst mit finstere Simok angreifen. Okay, er zerstört mein Monster mit mystischer Raumtaifun. Es wird ja auch als Falle behandelt. Das heißt, ich kann mich nicht mehr schützen. Und es sieht so aus, als hätte ich dieses Duell verloren. Gut, jetzt würde mich direkt angreifen. Ein paar Male. Wenn ich Glück habe, überlebe ich vielleicht noch, aber ich bezweifle es. Jetzt aktiviert sich der Effekt meines Monsters und ich kriege Wächter Eatos auf meine Hand. Ich hatte allerdings, muss ich zugeben, auch nicht erwartet, dass ich gegen ihn gewinne. Da mein Deck nicht makellos ist. Also es gibt ja auch kein Deck gegen das, es gibt kein Deck, das unbesiegbar ist, sagen wir es mal so. Jedes Deck hat seine Schwächen. Und ich habe ja auch nicht behauptet, dass mein Deck das Beste ist. Mein Deck hat zum Beispiel eine extreme Schwäche gegen Königlicher Erlass. Und Königliche Eisenketten, glaube ich, heißt die Karte. Naja, gut. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal ein kleines Turnierchen. Denn da sind ein bisschen schwächere Gegner drin. Dann kann ich euch ein paar Kombis zeigen, die mein Deck so drauf hat. Machen wir mal Stufe 1. Einfach mal zum Chillen. Da sind leichte Gegner drin, da kann ich euch die Kombis meines Decks zeigen. Ohne Schwierigkeiten zu bekommen. Alles klar, das ist jetzt das Viertelfinale. Lava Golem gegen Tisera. Ich glaube, dass Lava Golem gewinnen wird. Und wer hat gewonnen? Ja, oh, Tizera hat gewonnen, okay. Alles klar. Shirase gegen dunkler grüner Pavian, Verteidiger des Waldes. Ich setze auf den grünen Pavian. Und wer hat gewonnen? Aha, der grüne Pavian hat gewonnen, okay. Und jetzt sind wir dran. Wir treten gegen Oda an. Oh nein, sieht nach einem 6 Samurai Deck aus. Okay, ich glaube, ich beginne als erstes. Okay, meine Hand ist, ja, ordentlich. Ich setze Zwangsverkühlungsgerät verdeckt und Krausratte Gustav setze ich auch verdeckt. Ich hoffe jetzt auf eine Makrokosmos-Karte, denn ohne diese Karte funktioniert mein Deck nicht so richtig.
6 Samurai vereint, jawohl, ich hab's doch vermutet, er hat ein 6 Samurai Deck. Eines der stärksten Deckarten. Come on! Er kann eine offene Zauberkarte und Feindkarte zerstören. Okay, die ist momentan nicht bei mir gegeben. Ich habe momentan alle Karten verdeckt bei mir. Aber ihr kriegt Bushido 10 Marken. Okay, sein Monster hat eine Angriffskraft von 1500. Wie viel hat mein... Okay, sie sind gleich stark. Das heißt, es passiert nichts. Und er setzt eine weitere verdeckte Karte. Und noch eine weitere verdeckte Karte, okay. Gut, dann kann ich ja meinen schweren Sturm ganz gut benutzen. Danach spiele ich Kaios, entferne seinen Samurai-Monster aus dem Spiel. Und greife ihn dann direkt an. Genau, das mache ich. Leider wird jetzt mein Zwangsverkühlungsgerät zerstört, aber das macht nichts. Okay, jetzt spiele ich diese Karte hier. Das bewirkt, dass wir pro Karte, die entfernt wird, 500 Lebenspunkte bekommen. Und jetzt opfere ich... Nein, jetzt aktiviere ich den Effekt von Chaos Reiter Gustav. Haha, und entferne noch schwerer Sturm von meinem Friedhof aus dem Spiel. Und das erhöht auch meine Lebenspunkte um 500. Genau, als nächstes spiele ich Kaios. Opfere meinen Chaosreiter Gustav. Gut, jetzt kommt Kaios sein Effekt. Ich kann eine Karte entfernen. Und ich entferne natürlich sein Monster. Und wir bekommen 500 Lebenspunkte. Und jetzt greife ich hier mit Kaios direkt an. Und er verliert 2400 Lebenspunkte. Gut, dann beende ich meinen Zug. Oh, Blitzeinschlag. Spielverderber. Und es ist jetzt ein verdecktes Monster. Okay. Ah, freundliche Wohltat, die wird mir helfen, ein paar Karten zu bekommen, die ich brauche. Wächter Eatos. Ist mein Friedhof denn leer? Nee, ich glaube nicht. Nee, Chaos ist auf dem Friedhof. Gut, ich muss zwei Karten abschmeißen. Ich wähle die hier, die bringt mir gerade nichts. Und ich glaube, ich nehme noch die hier. Die kann ich ja später noch spielen, wenn sie entfernt wurde. Okay, jetzt spiele ich Dimensionsalchemist. Dann entferne ich die oberste Karte meines Decks aus dem Spiel und wir bekommen 500 Lebenspunkte. Ein großes Auge hätte ich jetzt gebraucht für die Karte hier. Naja, gut. Dann, oh, meine Maus. Dann greife ich mit Dimensionsalchemist sein verdecktes Monster an. Heißt der 6 Samurai, die Karte kenne ich nicht. Ich lasse mich einfach überraschen, was die für einen Effekt hat, wenn sie den Effekt aktiviert. Okay, der Effekt wurde nicht aktiviert und ich wende jetzt meinen Zug. Ein verdecktes Monster. Okay. Perfekt. Gesicht des Todes. Passt auf, es kommt die Kombi des Jahrhunderts. Ich spiele Verlockung der Finsternis. Ziehe zwei Karten. Jetzt muss ich ein Finsternismonster von meiner Hand entfernen. Und ich wähle Gesicht des Todes. Jetzt aktiviert sich der Effekt von Gesicht des Todes. Und die fünf obersten Karten beider Spiele werden entfernt. Und ihr wisst ja, ich kriege pro entfernte Karte 500 Lebenspunkte. Das heißt, meine Lebenspunkte werden sich jetzt extrem erhöhen. Passt gut auf.
und jetzt kriege ich 500 Punkte pro Karte. Tja, so erhöht man mal auf die Schnelle seine Lebenspunkte auf 15.000. So, jetzt entferne ich die oberste Karte meines Decks aus dem Spiel. Ah, Verwandlungsguck, schade, okay. Ich habe noch gar keinen Makrokosmos gezogen, fällt mir so auf. Die müsste sich noch dreimal in meinem Deck befinden, das heißt die Chance, dass wir jetzt ziehen, betragen 3 zu 25. Okay, jetzt spiele ich Basu. Aktiviere Basus Effekt, ich kann 3 Monsterkarten von meinem Friedhof entfernen. Das erhöht meine Lebenspunkte natürlich auch wieder. Ich wähle Kaius, dann Helios und Wächter Eatos. Und ich krieg wieder Lebenspunkte. 1500. Gut, jetzt habe ich auch noch ein Monster mit 2500 Angriffspunkte auf dem Feld, da Basu für jede Karte, die entfernt wurde, 300 ATK dazu bekommt. Und jetzt zerstöre ich mit Dimensionsarchimist das verdeckte Monster und greife ihn dann mit Basu direkt an. Okay, es ist Jarisa. Und Basu greift ihn direkt an. Okay, jetzt sind wir deutlich im Vorteil. Wir haben mehr Lebenspunkte als er und er hat nur noch 3100 Punkte. Und wenn ich Grandmage Daisa ziehe, dann ist alles vorbei. Denn Grandmage Daisa hat den Effekt, dass es 400 ATK und Death für jede Karte bekommt, die bei mir entfernt wurde. Zurzeit haben wir 12 Karten entfernt, das heißt 400 mal 12, das sind 4800 Angriffspunkte. Okay, DDR. Kann ich benutzen, um mein Monster zurückzuholen. Was habe ich denn für Monster? Ich könnte Gesicht des Todes zurückrufen und den Effekt dann später nochmal aktivieren, wenn ich Chaosende benutze. Ah nein, Chaosende kann ich ja nicht benutzen. Ich musste dann eine Karte abschmeißen, um die zu spielen. Aber ich könnte vielleicht... Genau, Helios Trio Megistus wäre cool. Helios Trio Megistus kriegt... Wie viel? 300 ATK und Death für jedes Monster, das entfernt wurde von beiden Spielern. Und es kann zweimal angreifen, wenn sich ein Monster auf der Spielfeldseite des Gegners befindet. Gut, ich spiele DDR, schmeiß meine Karte ab und rufe Helios aufs Feld. Als nächstes benutze ich den Effekt von Basu. Oh, von Basu. Ja gut, von dem Monster kann ich eigentlich auch machen, den Effekt. Ich entferne wieder die oberste Karte aus dem Spiel. Ist bestimmt eine Makrokosmos-Karte, oder? Ah, Mauer des einhüllenden Lichts war es. Okay, und ja. Erstmal die Kette auflösen. Okay, dann benutze ich den Effekt von Basu und entferne ein paar Karten, ja eigentlich nur eine, von meinem Friedhof aus dem Spiel. Und ich kriege wieder 500 Lebenspunkte dazu. Jetzt habe ich 18.000 Lebenspunkte. Jetzt zerstöre ich mit Basu das verdeckte Monster von ihm. Und jetzt 2700 ATK, okay. Greife ich ihn damit an. Und der Dimensionsarchimist beendet das Ganze mit einem direkten Angriff. Jetzt habt ihr ein paar Kombis meines Decks gesehen. Mache ich gerne die Kombi mit Verlockung aus der Finsternis und Gesicht des Todes. Allerdings ist es natürlich auch mit etwas Glück verbunden, wenn man die zwei Karten auf der Hand hat, oder wenn man die ziehen sollte, die zwei, also wenn man Gesicht des Todes durch die Karte ziehen sollte, das ist auch mit sehr viel Glück verbunden. Gut, und ich setze auf den finsteren Schöpfer.
Hiro Yuki ist nicht besonders stark. Deswegen glaube ich, dass der Gegner gewinnen wird. Ha! Hiro Yuki hat gewonnen. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut, dann beginnt jetzt das Halbfinale. Kisera gegen Grüner Pavian und wir gegen Hiro Yuki. Ich setze auf den grünen Pavian nochmal. Oh, Tisara ist stärker als ich dachte. Was hatten die für ein Deck? Egal. Jetzt beginnt unser Duell. Halbfinale. Yanka gegen Hiro Yuki. Gut, ich sage Stein. Der verliert nie. Naja, fast nie. Außer der Gegner nimmt Platz. Dann verliert man immer. Okay. Hiro Yuki beginnt und sieht jetzt ein Monster und eine verdeckte Karte. Okay. Ach, bis jetzt habe ich noch gar keine Makrokosmos-Karte gezogen. Das ist irgendwie deprimierend. Naja, ich spiele Basu in Angriffsposition und greife ihn sofort an. 1600 sind ordentlich. Verrückter Nachlader. Was macht denn diese Karte? Ah ja, okay. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, lege zwei Karten von deiner Hand auf den Friedhof, um zwei Karten zu ziehen, okay? Ach, Verteidigungsziehen und was anderes hat sie abgeschmissen. Giftziehfrosch, kenne ich nicht. Naja, gut. Dann setze ich meinen Schleim noch verdeckt. Und ich beende meinen Zug. Ich hoffe, dass ich jetzt Makrokosmos ziehe, dann kann ich mein Didi-Spähflugzeug immer wieder verwenden. Ehrung der Verdammten. Wirf eine Karte ab, zerstöre ein Monster auf dem Spielfeld. Oh. Na gut, mach's gut, Basu. Aber ich habe zum Glück noch einen zweiten in meinem Deck. Das heißt, ich kann meinen Basu noch entfernen. Finsterer Ausbruch. Füge deiner Hand ein finsteres Monster mit 1500 oder weniger ATK von deinem Friedhof hinzu. Goblin Lockeinheit, was ist das? Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Falls diese Karte angreift, wird sie am Ende der Battlephase in die Verteidigungsposition geändert. Die Kampfposition dieser Karte kann bis zum Ende des nächsten Spielzuges nicht geändert werden, außer durch einen Karteneffekt, okay? Er will die jetzt anscheinend benutzen und mich direkt angreifen, damit er seinen Effekt benutzen kann. Aber ich habe ja noch meinen Schleim verdeckt gesetzt, der wird mich schützen. Okay, ich ziehe. Ich habe großes Auge gezogen, die wird mir helfen, Makrokosmos ziehen zu können. Das heißt, ich setze sie verdeckt, damit sie ihren Flip-Effekt benutzen kann. Alles klar, ich glaube, das reicht auch schon. Blitzeinschlag hebe ich mir auf, wenn ein stärkeres Monster auf dem Feld ist. Jetzt ist Hiro Yuki wieder dran. Bistro Schlechter. Wenn diese Karte den Lebenspunkten deines Gegners Kampfschaden zufügt, zieht er zwei Karten von seinem Deck. Ah, das ist aber nett. Sie greift mein großes Auge an. Er sagt, sie wird sich der Flip-Effekt und ich kann meine fünf obersten Karten ein bisschen sortieren. Wenn ich Makrokosmos ziehen werde, werde ich sie sofort an erste Stelle setzen. Ach, kein Makrokosmos. Wo ist denn meine Makrokosmos-Karte? Wo verstecken sie sich? Moment. Okay, dann setze ich die Grenze oben hin. Dann mystischer Raumtyphon, dann die Überlebender, dann Helios und schwerer Sturm zuletzt. Gut, jetzt werde ich meine Didi-Grenze ziehen.
und ich werde sie auch gleich spielen, damit sie gar nicht mehr angreifen kann. Ich kann leider auch nicht mehr angreifen, aber im nächsten Zug werde ich meinen mystischen Raumtyphon ziehen, dann kann ich die Karte notfalls zerstören. Sie setzt ein verdecktes Monster und beendet ihren Zug. Alles klar, jetzt habe ich mystische Raumtyphon gezogen, ganz wie erwartet. Jetzt werde ich mein Feld ein bisschen auffüllen mit Monstern. Und ich glaube, diese Karte setze ich auch noch verdeckt. Und damit ist mein Zug auch schon beendet. So. Warum ich so eine Zauberkarte im Deck habe, ist ganz einfach. Denn damit kann ich ein bisschen, ja, ein bisschen mich schützen, bis ich genug Karten entfernt habe, um dann heftige Effekte nutzen zu können. Also mein Deck spielt quasi darauf, möglichst viele Karten von mir und vom Gegner zu entfernen, um starke Monster dann auf dem Feld zu haben. Wie vorhin zum Beispiel Helios, Tyrus, Megistus, das war eins dieser Monster. Und Grandmaster Acer, den hatten wir allerdings noch nicht gezogen. Gut, jetzt warte ich ein bisschen, tue das Feld ein bisschen auffüllen lassen und dann, wenn ich Makrokosmos gezogen habe, dann werde ich das Ganze ein bisschen, ja, in die Offensive bringen. Okay, jetzt hat sie ihr Feld mit Monsterkarten vollgefüllt. Jetzt werde ich, glaube ich, Helios Trios ziehen. Ja, genau. Gut, jetzt warte ich, bis ich Makrokosmos draußen habe, damit ich die zwei Monster hier opfern kann. Und denn diese zwei Monster kommen wieder zurück aufs Feld, wenn sie entfernt werden. Aber fürs Erste beende ich meinen Zug jetzt und schaue, was sie jetzt macht. Gut, sie zerstört eine Monsterkarte von mir. Das ist mein Schleim. Ja, es ist mein Schleim, okay. Nicht so schlimm, ich habe ja noch eine Verteidigungskarte auf dem Feld, nämlich meine Zauberkarte. Jedoch ist sie nur so lange aktiv, solange keine Zauberkarte sich auf meinem Friedhof befindet. Okay, jetzt kann ich die ganzen Zauber- und Feindkarten zerstören, wenn ich möchte. Möchte ich allerdings nicht, ich beende meinen Zug. Ich warte jetzt einfach, bis ich Makrokosmos ziehe und dann gehe ich in die Offensive. Schwarzes Loch wäre auch noch cool, wenn ich die ziehen würde, dann könnte ich gleich auch noch ihre Monster zerstören. Ah, Goldsarkophag. Die benutze ich immer gerne, um Gesicht des Todes zu entfernen. Dann aktiviert sich nämlich der Effekt vom Gesicht des Todes. Aber ich glaube, ich nutze die jetzt ausnahmsweise dafür, um Makrokosmos zu ziehen. So, in zwei Zügen bekommen wir die Karte auf die Hand. Währenddessen... Oh verdammt, jetzt habe ich eine Zauberkarte auf meinem Friedhof. Oh Gott. Da habe ich gerade nicht nachgedacht. Naja. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich angreifen. Sie allerdings jetzt auch. Könnte gefährlich werden für uns. Moment, was mache ich denn? Ich muss jetzt schnell handeln, und zwar. Eieiei. Habe ich gerade kurz nicht nachgedacht, naja. Ich glaube, ich spiele jetzt Schwere Sturm und greife dann das Monster hier an. Genau. Ach, sie zieht zwei Karten und überspringt die nächsten zwei Dorfphasen. Ganz schön gierig.
Ja, Verteidigungsziehen, okay. Oder ich könnte auch anders angreifen. Ich könnte mein Monster flippen, dann mit meinem geflippten Monster das Monster zerstören und hier ein bisschen tauschen. Dann müsste sie wahrscheinlich ihr drei Monster hier aufdecken, mich direkt angreifen. Ich krieg zwar ein bisschen Schaden, aber ich habe dann Blitzeinschlag und kann dann ihre Monster ganz leicht zerstören. Das wäre, glaube ich, die bessere Methode. Ist aber auch die riskantere Methode. Oder Moment. Ne, ich habe nicht genug Material, um das Monster spielen zu können. Das Monster wäre dann super schwach, wenn ich das jetzt spielen würde. Ne, ich greife lieber an. Also das Monster macht den Goblin platt. Als nächstes zerstört die Überlebende den Bistro schlechter. Halt nein! Warum nicht? Warum zerstöre ich den denn? Ich darf ja zwei Karten ziehen, wenn ich das Monster zerstöre. Wenn ich Kampfschaden bekomme durch diesen Monster. Nee. Komm. Dann zerstört halt Bistro schlechter im nächsten Zug mein Digi-Sperrflugzeug. Na und? Dafür kriege ich dann zwei Karten. Das lohnt sich doch mehr. Genau. Endphase. Kopf der Trägheit. Wähle 5 Monsterkarten in deinem Friedhof, lege die Karten ins Deck zurück und ziehe dann 2 Karten. Die ist ganz schön ziehbesessen. Naja, aber sie darf nur noch maximal 25 Mal ziehen. Ansonsten verliert sie. Ziehe eine Karte von deinem Deck. Dein Gegner erhält 1000 Lebenspunkte. Hey, das ist aber nett. Danke. Und ein weiterer Bistro schlechter. Jetzt wird sie mindestens mit einem unserer Digi-Sperrflugzeug angreifen. Und wir dürfen 2 Karten ziehen. Alles klar, dunkler Imitator Level 3. Wenn diese Karte zerstört wird, darf sie auch eine Karte ziehen. Oh, sie will uns keine 2 Karten schenken. Schade. Naja gut, andererseits kriegen wir weniger Kampfschaden. Oh, jetzt tauscht sie ihre Monster aus. Oder sie tauscht die Monster aus und jetzt greift sie mich direkt an mit ihrem anderen Bistro schlechter und wir dürfen 2 Karten ziehen. Gut, die 1800 Punkte, die wir jetzt verlieren, sind mir eigentlich nicht so wichtig. Wir haben ja immer noch 7000 übrig. So, wir ziehen 2 Karten. Okay, Verlockung aus der Finsternis und Rückkehr aus der anderen Dimension. So, freundliche Wohltat habe ich gezogen. Die werde ich sofort spielen. Jetzt ziehe ich mal eine Runde hier. Okay, jetzt muss ich überlegen, was ich abschmeiße. Ich glaube, die schmeiße ich ab und dann schmeiße ich noch. Boah, gute Frage. Die hier schmeiße ich noch ab. Okay, dann spiele ich Blitzeinschlag. Schmeiße Helios ab. Diese zwei Monster werden zerstört. Als nächstes spiele ich die Mauer. Dann Seelenübernahme. Im nächsten Zug kriegen wir Makrokosmos auf die Hand. Dann haben wir eine gute Kombination. Und dann spiele ich noch die hier, um meine Lebenspunkte zu erhöhen. Und zwar entferne ich von meinem Friedhof die Sperrflugzeug. Die Überlebende, Helios und noch eines ihrer Monster. Ah, da habe ich ja noch zwei meiner Monster. Basu. Okay.
Das erhöht unsere Lebenspunkte. Und jetzt beende ich meinen Zug. Und mein Digi-Spielflugzeug kommt zurück aufs Feld. Da diese Karte entfernt wurde. Gut, jetzt ist sie wieder an der Reihe. Im nächsten Zug bekommen wir unsere Makrokosmos-Karte auf die Hand. Und dann habe ich eine gute Offensive. Alles klar, Dimensionsalchemist habe ich gezogen. Und jetzt bekommen wir Makrokosmos auf die Hand. Alles klar. Makrokosmos setze ich natürlich verdeckt. Dann setze ich Dimensionsalchemist. Ne, Quatsch, Moment. Ja, doch, doch, doch. Ich spiele Dimensionsalchemist. Dann entferne ich die oberste Karte aus dem Spiel. Ich hoffe, es ist das Gesicht des Todes. Dann aktiviert sich der Effekt. Ah, Wirbelsturm Inferno. Na gut, die ist gegen die Karte, gegen den Gegner eigentlich nicht so sinnvoll. Jetzt haben wir 10.000 Lebenspunkte. Jetzt zerstöre ich ihr leichtes Monster. Das hier. Das ist so versteckt. Giftzieh Frosch. Gibt dir wahrscheinlich wieder eine Karte auf die Hand oder sowas. Okay, dann zerstöre ich mit dir Sperrflugzeug ihr anderes Monster. Ah, es hat 1000 Death. Okay, wir kriegen 200 Damage. Okay, nicht so schlimm. Sie darf eine Karte ziehen, Flip-Effekt ihres Monsters. Okay, Endphase. Ah, okay, jetzt hat sie ihr Monster um eine Stufe aufsteigen lassen. Gut, wirst du mein Didi-Sperrflugzeug angreifen? Wenn ja, dann kriege ich ein paar Lebenspunkte. 300. 200 werde ich verlieren und 500 bekomme ich jetzt dazu, da mein Monster entfernt werden wird. Jetzt kommt meine Special-Karte Makrokosmos. Gut, die Spielflugzeug wurde entfernt und ich kriege 500 Lebenspunkte. Durch ihren Angriff haben wir jetzt 300 Lebenspunkte plus gemacht. Und sie setzt ein Monster verdeckt. Mein Spielflugzeug kehrt zurück aufs Feld. Und wir sind am Zug. Basu habe ich gezogen, meinen zweiten. Den werde ich jetzt benutzen, um meinen um meinen Friedhof vor Monsterkarten zu leeren. Ja, es befindet sich nur großes Auge auf meinem Friedhof, okay. Wir kriegen 500 Lebenspunkte dazu. Jetzt entferne ich noch die oberste Karte meines Decks aus dem Spiel. Das erhöht auch unsere Lebenspunkte wieder um 500. Okay, Wächter Eatos war's. Die könnte ich mit meinen beiden Handkarten zurückrufen. So, und jetzt greifen wir sie mal an. Also, Basu zerstört ihr Verdecktes. Das Lakoda, okay. Ein Flipmonster, das sie es ihr erlaubt, eine Karte zu ziehen. Die kriegen 500 Punkte, da ihr Monster aus dem Spiel entfernt wurde. Als nächstes macht Dimensionsalchemist ihren dunklen Imitator platt. Das wird unseren Lebenspunkt auch wieder um 500 erhöhen. Und Didi-Sperrflugzeug greift sie direkt an.
Okay, jetzt schaue ich noch nach, was ich hier habe für Karten. Okay, das sind 2500. Das sind ungefähr 4000. 4000. Ja, ich weiß nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich hier jetzt im nächsten Zug ein. Ja. Versuchen soll, sie direkt gleich mit der Fallenhalle zu zerstören. Ich lasse sie mal verdeckt. Vielleicht benutze ich die im nächsten Zug. Sie ist ein Monster verdeckt. Ist bestimmt wieder so ein dunkler Imitator. Und eine verdeckte Karte. Okay, jetzt sind wir dran. Zwangsverkühlungsgerät. Erstmal die oberste Karte entfernen. Ah, Gesicht des Todes, sehr schön. Jetzt kriege ich wieder 5000 Lebenspunkte. Langsam leeren sich die Decks von uns beiden. Wir beide haben jetzt nur noch 15 Karten in unseren Decks. Aber ich habe eine Möglichkeit, wie ich die Decks wieder auffrischen kann. Und zwar kann ich das mit Gesicht des Todes. Denn wenn ich Gesicht des Todes als Normalbeschwörung spiele, dann werden die Decks beider Spieler wieder aufgefüllt. Und zwar mit den Monstern, die entfernt wurden. Allerdings muss ich Gesicht des Todes erst auf die Hand haben, damit ich es normal beschwören kann, und deswegen habe ich diese Karte im Deck, denn ich kann diese Karte dann benutzen, um die Sicht des Todes dann auf die Hand nehmen zu können. Jedoch muss ich es zuerst beschwören, das ist klar, und das kann ich mit dieser Karte hier. Kostet mir natürlich die Hälfte meiner Lebenspunkte, allerdings werde ich dann dadurch verhindern können, dass mein Monster, ja, dass mein Deck sich dann, verdammt, das habe ich vergessen anzugreifen, egal. Ja, ich kann nur verhindern, dass ich Deck tot gehe mit dieser Kombination. Ein weiteres Monster ist jetzt tief verdeckt, okay. Okay. Jetzt sind wir wieder dran. Chaosende habe ich gezogen. Jetzt benutze ich meine Fallenkarte. Die Kombi benutze ich normalerweise nicht so häufig. Die benutze ich meistens immer, wenn ich das Duell beenden möchte. Aber ich benutze sie jetzt ausnahmsweise mal, um euch die Kombi zu zeigen, wie ich mein Gesicht des Todes immer auf die Hand zurückbekomme und mein Deck dadurch wieder auffüllen kann. So, dann nehme ich noch. Was nehme ich denn noch? Nimmerwächter Eatos. Gut, jetzt benutze ich Zwangsvakuierungsgerät, um Gesicht des Todes wieder auf die Hand nehmen zu können. Und dann kann ich sie jederzeit spielen, falls wir kurz davor sein sollten, Deck tot zu gehen. Okay, jetzt entferne ich noch die oberste Karte meines Decks aus dem Spiel. Wo ist denn mein Grand Marshal der Eise eigentlich? Der müsste sich auch bald zeigen. Naja, egal, ich glaube, ich räume jetzt erstmal ihr Feld leer. Wächter Eatos macht den Anfang und macht das Monster zuerst platt. Gelengel, sie darf eine Karte ziehen, Flip-Effekt. Und ich krieg 500 Punkte, da ihre Karte entfernt wurde. Als nächstes macht Basu ihr zweites Monster platt.
sie darf wieder eine Karte ziehen wegen dem Effekt ihres Monsters. Das gibt uns wieder Lebenspunkte, 500. Und jetzt greift sie die Spielflugzeug sie direkt an und auch der Dimensionsalchemist greift sie im nächsten Zug auch an. Okay, dann beende ich meinen Zug. Jetzt werden die Karten wieder entfernt, die ich gerufen habe. Das wären Basu und Eatros. Und da wie die Karten entfernt wurden, bekomme ich wieder Lebenspunkte. Oh, okay, Basu habe ich doch nicht gerufen. Ja, stimmt, ich habe ja... Genau, ich habe ja Gesicht des Todes und Eatros gerufen. Stimmt. Sie zieht wieder eine Karte, erhöht unsere Lebenspunkte um 1000. Sie hat nur noch 10 Karten in ihrem Deck. Wenn sie weiter so zieht, wird sie verlieren. Ich kann mein Deck wieder auffüllen, denn ich habe Gesicht des Todes auf der Hand. Eine Goblin-Lockeinheit wieder von ihr. Sie wird jetzt damit unser Didi-Sperrflugzeug zerstören, aber es kommt sowieso wieder zurück. Und wir bekommen 500 Punkte. Minus den 200, was sie uns abziehen wird. Das heißt, wir kriegen 300 Punkte plus. Und die Monster wird in die Verteidigungsposition gesetzt. Und ziehe ich endlich meinen Grand Marshal Dizer. Ich will sie jetzt mit Grand Marshal Dizer fertig machen. Der hätte jetzt eine ATK von 15 mal 400. Also eine ATK von 6000 hätte er es jetzt. Vielleicht wird sie ja jetzt entfernt. Dann kann ich sie mit DDR zurückrufen. Ja, die Dynamit war es. Verdammt. Die war auch fies, dann hätte ich sie jetzt da 3000 Punkte Schaden zufügen können. Naja, gut. Ich schwäche sie noch weiter. Wir bekommen wieder 500 Lebenspunkte. Dann greife ich sie noch zweimal direkt an. Und dann hoffe ich, dass ich im nächsten Zug endlich den Finisher mit Grand Marshal Dizer machen kann. Denn das Monster hätte jetzt so eine abnormal starke ATK. Und sie hat nur noch 400 Punkte. Und ich hoffe, im nächsten Zug ziehe ich Grand Marshal Dizer. Dann werde ich so viele Karten, wie es nur geht, noch entfernen und dann werde ich sie one-hitten. Also wie ich sie one-hitten werde. Na gut, ein One-Hit ist es eigentlich nicht mehr. Ich habe sie bereits mehrmals getroffen, ist klar, aber mit der ATK hätte ich sie auch gleich vom Anfang an one-hitten können. Und Grand Marshal Dizer, ziehe ich die Karte. Ah, oh, Verhandlungskug. Na gut. aber vielleicht ziehe ich die jetzt. Vielleicht wird sie entfernt. Und wird sie entfernt? Spannung! Ja, sie wurde entfernt. Alles klar. Dann werde ich jetzt so viele Karten wie es geht noch zerstören. Chaosende. Alle Karten vom Typ Monster werden zerstört. Und sie werden auch entfernt. Und ich kriege pro entfernte Karte Punkte. Alles klar, jetzt werde ich DDR benutzen. Ist ein bisschen riskant, aber ich entferne Gesicht des Todes. Das reduziert unsere Karten wieder um 500. Um 5 meine ich. Und jetzt bekomme ich Grand Marshal Dizer aufs Feld.
Jetzt werden noch die 5 obersten Karten entfernt. Und ich bekomme 5000 Lebenspunkte. Okay, gerade hört mein Vater, wie er seine musikalischen Künste zeigt bei einem scheiß Schlagerlied. So, ihr seht meine Angriffskraft, 10.400. Und ich glaube, mit dieser ATK hätte ich sie schon vor mehreren Zügen one-hitten können. Und wir haben einen Bonus bekommen, über 20.000 Lebenspunkte Bonus. Okay. Okay, jetzt sind wir im Finale gegen Tisera. Das Duell werde ich auch noch machen und dann ist das Let's Play ein für alle Mal beendet. Also, Finale. Ich werde dieses Mal auch jetzt etwas kurz spielen. Das letzte Duell habe ich ein bisschen hinausgezögert, um euch ein bisschen, ja, um euch ein paar Kombis zu zeigen. Und jetzt wird das Ganze abgeschlossen im letzten Duell gegen Tisera. Und gleich gehe ich mich beschweren, weil diese scheiß Musik mir auf den Sack geht. Also nicht die vom Spiel, sondern die, was meine Eltern gerade hören. Irgend so ein scheiß Schlagerzeugs. Bleh. Sie erhöht ihre Lebenspunkte, sie spielt Landformen. Das ist ein komisches Deck. Mausoleum ist. Ah, ich weiß, was ein Deck sie hat. Spirit Monster hat sie. Sie hat bestimmt viele Spirit Monster in ihrem Deck, oder? Mausoleum des Kaisers. Ihre Special-Karte. Die kann ich allerdings auch benutzen. Aber ich glaube, ich werde sie gar nicht benutzen, denn ich habe ewig der Eatos auf dem Feld, auf meiner Hand. Die kann ich sofort spielen als Spezialbeschwörung. Und was rufst du dir für ein Monster? Boah, ein starkes Monster. Eiskönigin. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen werden. Moment, ich gehe mich mal kurz beschweren, ne? Wollt ihr das hören? Ne, ich glaube nicht. Okay, ich habe mich jetzt beschwert und jetzt bin ich am Zug. Ach, sie stärkt gleich ihre. Was macht denn die? Sie erhöht ihre Lebenspunkte, okay. Das ist ein sehr komisches Deck. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie ein Spirit-Deck hat, da sie Mausoleum des Kaisers drin hat. Sie hat ein sehr komisches Deck. Anscheinend nur basiert auf Mausoleum des Kaisers. Okay, sie hat bereits mehr Lebenspunkte als wir, aber das ändert sich jetzt. Denn jetzt spiele ich Schwarzes Loch und mache ihre Eiskönigin platt. Als nächstes spiele ich Wächter Eatos als Spezial. Und dann spiele ich Großes Auge verdeckt. Dann greife ich sie direkt an. Und wenn meine. Ne Quatsch, mein Wächter Eatos ist ja ein Windmonster. Aber wenn ich noch ein Lichtmonster auf dem Friedhof bekomme, Großes Auge ist ein finsteres Monster, das müsste auch noch auf dem Friedhof sein, dann kann ich Chaos Hexer als Spezialbeschwörung von meiner Hand spielen. So, und falls sie irgendwas Fieses vorhat, spiele ich noch Zwangsverkühlungsgerät verdeckt und ich beende meinen Zug. Okay. Sie nutzt den Effekt ihres Mausoleums erneut und ruft sich wieder ein Monster der Stufe 7 oder höher aufs Feld. Medium der Eisbarriere. Solange diese Karte aufgedeckt auf. Moment, ich muss mir den Effekt durchlesen. Halt! Solange diese Karte aufgedeckt auf. Solange diese Karte aufgedeckt auf deiner Seite des Spielfelds siegst, kann der Gegner nur einmal pro Zug eine Zauber- oder Feindkarte aktivieren. Okay, nicht so schlimm. Die werde ich mit Eatos zerstören.
Und jetzt aktiviert sich der Flip-Effekt meines Monsters. Hoffentlich ziehe ich jetzt Karius, den kann ich damit... Perfekt! Perfekt! Wenn er vom Teufel spricht. Okay. Karius, Marco Kosmos, dann Beisu, dann die Überlebende und... Mystischer Raum Typhoon. Eine verdeckte Karte. Okay. Ich kann dir jetzt ihr Monster einfach auf die Hand zurückgeben, dann zahlt sie im nächsten Zug wieder 2000 Lebenspunkte. Genau. Warum nicht? Also, sag auf Wiedersehen. Gut, ich habe Kaios gezogen und sie hat feierliche Wünsche aktiviert. Sie kriegt 500 Punkte immer, wenn sie eine Karte zieht. Jetzt nutze ich den Effekt vom Mausoleum des Kaisers. Ich zahle 1000 Lebenspunkte. Und spiele als Normalbeschwörung Kaios. Leider aktiviert sich Kaios Effekt nicht, da wir kein Monster-Tribut angeboten haben. Aber dafür kriegt sie jetzt enormen Schaden. Und außerdem brauche ich nur noch ein Lichtmonster, dann kann ich Chaos. Dann kann ich Chaos-Dingens spielen, ne? Mein Chaos-Magier. Und jetzt muss ich eigentlich auch nur noch ihre Falle zerstören, dann kriegt sie 3000 Punkte Schaden und wir gewinnen. Genau, und ich werde sie später ziehen, denn ich habe sie mir ja schon bereitgelegt mit dem großen Auge. Und sie hasst mich. Ach, nicht die erste Frau, die mich hasst. Sie zahlt wieder ein paar Punkte, um ein Monster zu spielen. Okay, wahrscheinlich wieder das Monster, was ich ihr vorhin auf die Hand gegeben habe. Oh, warum hat sie so eine Karte in ihrem Deck? Titania, verdammt. Die Karte ist heftig. Egal. Egal. Halb so schlimm. Hoffe ich zumindest. Ich muss ja nur noch ihre Falle zerstören, dann habe ich gewonnen. Sie hat meine Eotos zerstört. Dafür werdet ihr büßen. Marco Kosmos. Die setzt sich verdeckt. Dann muss ich mir jetzt irgendwie schützen. Karius verdeckt, Verteidigungsmodus meine ich. Und Grandmaster Dizer in die Verteidigung. Und im nächsten Zug ziehe ich hoffentlich meine Zauberkarte, dann werde ich sie benutzen und ihre Falle zerstören und dann gewinne ich. Jetzt zerstört sie mein Karius. Ich aktiviere noch als Kette Marco Kosmos. Dadurch kann ich auch Helios von meinem Deck spielen. Als Spezialbeschwörung. Aber mein Karius wird den Angriff leider nicht überleben. Okay, ich hoffe, ich ziehe jetzt meine Zauberkarte. Chaosende. Ach, aber ich habe nicht genug Material auf dieser Zone hier. Na gut, dann bleibt nichts anderes übrig und ich muss warten. Aber im nächsten Zug ziehe ich dann bestimmt meine Zauberkarte. Ich habe die mir bereitgelegt. Sie kriegt wieder Lebenspunkte, da sie eine Karte gezogen hat. Und sie greift weiter an. Sie macht meinen Helios platt. Ich hätte vielleicht meine Makrokosmos-Karte nicht benutzen sollen. Denn jetzt werden meine zwei Monster eigentlich auf dem Friedhof liegen und ich könnte sie dann entfernen, um meinen Chaos-Hexer zu spielen. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Naja. Mann, ich habe sie mir echt schlecht bereitgelegt. Okay, Endphase. Wann ziehe ich denn meinen mystischen Rontefun? Endlich. Sie kriegen wieder Lebenspunkte.
Okay, aber spätestens im nächsten Zug ziehe ich die Karte. Sie erhöht ihre Lebenspunkte um 600. Und machst du eine weitere Tributbeschwörung? Ja, natürlich. Jetzt hat sie nur noch 800 Punkte. Wenn ich jetzt meine Zauberkarte ziehe, zerstöre ich ihre Gallias Schirmherrschaftskarte und ich gewinne. Voraussichtlich ist sie halt nicht irgendein Effekt eines Monsters, das mein Ding annulliert, mein Effekt. Gut, mein Grandmaster Dizer hat nur 800 Punkte, da nur zwei Karten entfernt wurden bei mir. Und jetzt muss ich einen direkten Angriff kassieren. Okay, jetzt werde ich meine Zauberkarte ziehen. Mann, wann ziehe ich die endlich? Ich habe die doch verdeckt gelegt. Ich habe die doch voll weggelegt. Warum ziehe ich die dann nicht? Egal. Immerhin kann ich mich schützen. So. Aber wenn sie meine Karte irgendwie annullieren sollte, dann verliere ich natürlich. Dann hätte ich meine Zauberkarte vielleicht früher hinlegen sollen. Da habe ich auch kurz nicht nachgedacht. Also gut, ich muss meine Falle benutzen, sonst verliere ich. Ich zahle 3000 Punkte. Jetzt habe ich nur noch 900. Mann, wann ziehe ich meine Zauberkarte endlich? Ich habe die mir doch bereitgelegt. Oder vielleicht auch nicht. Egal. Gut, ich habe zwei Karten. Verdammt. Wenn sie es schafft, jetzt die Karte zu zerstören, verliere ich sowieso. Also, ich kann das Monster sowieso jetzt spielen. Gut, jetzt benutze ich den Effekt, um meinen Friedhof zu leeren. Mein Ziel ist es jetzt quasi, möglichst viele Karten jetzt entfernen zu können, damit ich diese Karte hier spielen kann. Dafür brauche ich allerdings nur noch zwei Karten. Verdammt. Jetzt habe ich mich vertippt. Also ich brauche noch zwei Karten, die auf meiner aus dem Spiel entfernten Kartenzone liegen. Und dann kann ich ihre zwei Monster platt machen. Ich hoffe natürlich auch, dass ich meinen mystischen Raumtyphon jetzt endlich ziehen werde. Gut, sie macht nichts. Ausreiter Gustav. Okay, anscheinend habe ich es mir vorhin nur eingebildet, als ich dachte, ich hätte jetzt die Zauberkarte Mystischer Raumtyphon da gesehen. Naja gut, dann spiele ich Chaosreiter Gustav und lege eine Zauberkarte auf die verbannten Kartenzonen-Dingens. Ne, ihr wisst schon, ich weiß immer noch nicht, wie man diese Zone genau bezeichnet. Entweder aus dem Spiel entfernten Kartenzone oder verbannte Kartenzone. Ich brauche nur noch eine Karte, die da landen muss und dann kann ich ihre Monster platt machen. Ich könnte natürlich jetzt auch angreifen, meinen Chaosreiter zerstören lassen, kostet mich 500 Punkte, dann habe ich nur 400. Ich mache das jetzt einfach. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Kann ich Chaosende spielen, da ich jetzt 7 Karten entfernt habe. Und die Bedrohung ist weg. Jetzt habe ich allerdings nur noch 400 Punkte. Gut, Endphase, jetzt wird es interessant. Sie hat immer noch die Möglichkeit, mich zu killen, indem sie meine Mauer zerstört. Ich habe jedoch die Möglichkeit, sie zu zerstören, indem ich ihre Gallias Stürmherrschaftskarte zerstöre. Und sie spielt ein weiteres Tributmonster. Sie zahlt wieder 2000 Punkte.
Und sie ruft sich eine weitere Tyrannial aufs Feld. Oder Titanial. Aber sie kann nicht angreifen. Komm schon, mystischer Raumtaifun. Naja, gut, die ist auch okay. Damit kann ich auch gewinnen. Denn diese Karte fügt ihr Effektschaden zu, und zwar 300 für jedes Monster, das es für jede Karte, die entfernt wurde bei ihr. Momentan hat sie 3 Karten, das heißt 3 mal 300, das wären 900, damit würde ich sie jetzt erledigen. Jetzt hat sie 800 Punkte, das heißt, wenn sie es nicht schafft, ihre Punkte zu erhöhen, gewinne ich. Jetzt spielt sie Feldbarriere, um ihre Spielfeldzauberkarte zu beschützen, aber ihre Lebenspunkte kann sie dadurch nicht beschützen, denn jetzt verliert sie 900 Effektschaden. 900 Lebenspunkte durch einen Effektschaden und ich gewinne. Okay, jetzt habt ihr mein Deck gesehen. Wir haben das Turnier gewonnen. Und wenn ihr es euch nachbauen wollt, die Karten, die in meinem Deck sind, die seht ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten ist dieses Let's Play jetzt beendet. Und dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Also, macht's gut, euer YoungKP. Ciao.